Hallo, ich bin der Freddy von RideLink und ich möchte dir heute zeigen, wie du deinen Wingman in dein Motorrad einbauen kannst. Und im Anschluss schauen wir uns auch noch direkt an, wie wir unseren Wingman dann mit Hilfe unseres Smartphones einrichten können. Ja, dazu nehmen wir einfach mal hier diesen Wingman in die Hand von mir. So sieht der aus, wenn wir uns auf der vorderen Seite einmal hier den Wingman in der Seitenansicht anschauen, sieht man, dass man hier ein Kabel anschließen kann. Mithilfe dieses Anschlusses können wir den Wingman dann mit dem Motorrad verbinden. Wir haben hier zum einen die Möglichkeit, den Wingman einfach an die Batterie dran zu hängen. Dann bekommt er einfach nur Strom, dann haben wir aber leider noch nicht die Fahrzeugdaten. Dafür bräuchten wir dann zum Beispiel solch ein Kabel hier, das nennt sich ein OBD2-Kabel. Das ist so das gleiche, was man auch zum Beispiel im Auto anstecken kann. Mithilfe dieses Kabels können wir dann eben auch auf die Fahrzeugdaten zugreifen. So, gucken wir uns nun an, wie wir den Wingman direkt in das Motorrad reinkriegen. Bei diesem Motorrad haben wir glücklicherweise die Möglichkeit, direkt an die OBD-Schnittstelle zu können. Dadurch können wir dann später auch die Fahrzeugdaten über unser Handy auslesen. Ich entferne mal kurz den Höcker hier und den Fahrersitz. Darunter verbirgt sich nämlich jetzt bei diesem Motorrad hier der OBD-Stecker. So, ich lege den Wingman mal kurz hier zur Seite. Mit Hilfe des eben gezeigten Kabels können wir dann hier einfach an diesen Stecker dran und der kleine Verbindungsstecker kommt einfach in den Wingman rein. Da wir im Folgenden den Wingman hier gleich in den Höcker, den ich gerade abgenommen habe, einbauen werden, lege ich den gleich einfach nur hier hin. Zu bemerken ist aber, dass wenn wir den Wingman später einbauen, sollte der so positioniert sein, dass er relativ gerade sitzt. Der Pfeil sollte am besten nach vorne oder nach hinten zeigen. Und wir liefern immer kleine Klettverschlüsse mit, denn das Wichtigste ist eigentlich, dass der Wingman einen einigermaßen festen Sitz hat. Das heißt, er sollte am besten nicht irgendwie im Motorradraum hier rumfliegen können oder großen Vibrationen ausgesetzt sein. So, wir haben jetzt hier wieder alles zusammengebaut. Der Wingman kommt dann gleich hier in den Höcker rein, aber zum Einrichten liegt er jetzt gerade noch einfach hier. Wir brauchen also gleich die QR-Codes, die findet man entweder hier an der Stirnseite oder oben drauf. Die muss ich jetzt gleich abfotografieren. Dazu gehe ich jetzt hier in meine App, drücke auf Verbinde meinen RideLink Wingman. Ich möchte meinen QR-Code scannen. Dafür scanne ich jetzt mal den hier auf der Stirnseite. Und dann ist der auch erstmal schon registriert. Registriert bedeutet in dem Fall erstmal, dass dieser Wingman jetzt meinem Account zugeordnet wird. Um ihn jetzt letztendlich fertig einzurichten, klicke ich mich hier durch die Menüs durch. So, und jetzt läuft das Setup auch schon automatisch. Ich kann das jetzt hier überspringen, dann werde ich einfach zurück in die App, in das Übermenü gesendet. Oder ich warte hier einfach, bis der Wingman sein Setup automatisch durchlaufen hat. Dann wird er mich auch automatisch wieder zurück ins Menü schmeißen.